zusammen mit euch den Vortrag Your Data Mirror, wie die Macht der Daten die Demokratie untergräbt, von Rosanna Oehme und Florian Köhler gemeinsam ansehen zu können. Und genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach bei Twitter unter dem Hashtag Seabase. Und genau, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Das Ganze geht eine halbe Stunde und danach stehen die beiden uns noch für Fragen zur Verfügung. Ja, hallo, vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen. Mein Name ist Florian von der Interactive Media Foundation. Und ich bin Rosanna und arbeite auch bei der Interactive Media Foundation für das Projekt Your Data Mirror. Und unser Kollege Javi, der gerade in Spanien ist, wird sich auch kurz vorstellen. Hello, my name is Javier and I am from Noi. Ja, und wir wollen euch an der Stelle ein bisschen was zu unserem Projekt Your Data Mirror erzählen. Geht es darum, wie die Macht der Daten die Demokratie untergräbt. Und konkret geht es darum, bei dem Projekt, also es ist ein gemeinnütziges Projekt für junge Erwachsene, und wir wollen dabei über die Gefahren von politischem Microtargeting und politischer Missinformation aufklären und auch über die Gefahren, die daraus entstehen für unsere Demokratien. Und vielleicht ganz kurz zu uns, zur Interactive Media Foundation. Wir sind auch eine gemeinnützige Gesellschaft hier in Berlin. Und wir arbeiten oder wir experimentieren immer mit zeitgemäßen Formaten für gesellschaftsrelevante Themen. Und neu sind die Experten, mit denen wir zusammengearbeitet haben für Human-Centered Design und werden uns ein bisschen Einblick in ihre Arbeit auch geben. Und im folgenden Film würden wir einen kurzen Einblick in das Projekt geben oder einen kurzen Teaser zeigen. Genau. Hello. Can you hear me? Yes. You're hearing me, right? Welcome to your data mirror. It shows you what you're not supposed to see. Us data twins are being used to manipulate you, to get your likes, your money, your votes, to control your future. Shh, they're coming after me. I'll explain everything. Just go. Look into your data mirror. Politisches Microtargeting kann insbesondere in sozialen Netzwerken den Grundsatz freier Wahlen untergraben, indem es externen Akteuren ermöglicht, unkontrolliert in den Wahlkampf einzugreifen. Dabei machen sie sich die Intransparenz politischer Internetwerbung zunutze und können mit Botschaften bestimmte Wählerinnen und Wähler dazu auffordern, bestimmte Kandidaten zu wählen oder eben nicht zu wählen. Zwei sehr prominente Ereignisse waren zum Beispiel die US-Wahlen 2012 und 2016. Währenddessen es zu einem massenhaften Missbrauch von Wählerdaten durch Cambridge Analytica auf Facebook kam. Ein anderes Ereignis sind die Wahlen Bolsonaros zum Präsidenten Brasiliens 2018 gewesen, die von der Verbreitung manipulativer und falscher Informationen begleitet wurde. Als Beispiel: von den 50 meistgeteilten Bildern auf WhatsApp entsprachen nur 8 den Tatsachen. Facebook behauptet zwar, in den nächsten Jahren politisches Microtargeting abschaffen zu wollen, dabei gibt es aber 2 Probleme. Das erste ist, dass viele Interessen von bestimmten Zielgruppen sehr eng mit den Interessen von Parteien verbunden sind. Zum Beispiel Politiker oder politische Slogans. Das zweite Problem ist, dass es auf Facebook ein reaktionsbasiertes Ranking gibt. Die Facebook-Algorithmen verbreiten stärker die Inhalte, die eine hohe Interaktionsrate haben. Das heißt, Anzeigen, die starke negative Gefühle hervorrufen, sind 5 bis 10 Mal billiger als Anzeigen, die Mitgefühl oder Empathie zeigen. Das bedeutet allerdings auch, dass Facebook es zulässt, dass extreme politische Werbung billiger ist und diese geradezu subventioniert. Bei uns war klar, dass wir ein Projekt entwickeln wollen, das sich an eine durch Social Media Content besonders leicht beeinflussbare Zielgruppe richtet.
und zwar an die WählerInnen von morgen. Sie kennen Targeting zwar aus dem Marketingbereich, sind sich aber häufig der politischen Gefahren nicht ganz bewusst. In unserer internen Arbeitsgruppe haben sich zwei Grundhaltungen bei den jungen Erwachsenen herausgestellt. Die eine war, dass sie zwar wissen, dass ihre Daten gesammelt werden, darin aber kein Problem sehen, denn sie haben ja nichts zu verbergen. Das zweite Problem war, dass sie, sollten sie diese Netzwerke nicht benutzen, von ihren Peergroups ausgeschlossen werden. Ja, für uns war von Anfang an klar, dass wir halt mit unserer Zielgruppe zusammenarbeiten müssen, wenn wir für ein für sie relevantes Projekt kreieren wollen. Und von daher ist Your Data Mirror von Beginn an als partizipatives Projekt gedacht worden, wo junge Erwachsene mit uns zusammenarbeiten. Und wir haben von daher von Anfang an auch einen Co-Kreationsprozess entwickelt, mit dem wir einmal mit unseren Partnern, aber dann auch mit den jungen Erwachsenen in Workshops und Labs zusammengearbeitet haben. Zu Beginn haben wir erstmal versucht, überhaupt ein Gespür für den ihre Lebensrealität zu bekommen. Das heißt also, was sie halt mögen, wie sie zum Beispiel auch online agieren, welche Plattformen sie nutzen und wie sie nutzen. Und im weiteren Verlauf waren sie dann halt irgendwie auch Teil bei der Ideenfindung, auch in der Prototyping und auch in der Entwicklungsphase selbst, wo sie dann auch immer wieder für Testings mit hinzugezogen wurden. Und dadurch, dass wir sehr intensiv mit ihnen getestet haben, haben wir auch sehr viel relevante Einblicke von ihnen bekommen. Also das heißt irgendwie, dass wir halt von ihnen erfahren haben, dass sie sich halt meistens den Gefahren gar nicht so richtig bewusst waren, beziehungsweise es war ihnen auch egal, weil es ja im Grunde genommen auch sehr praktisch ist, wenn man halt für sich relevante Werbung angezeigt bekommen hat, wie zum Beispiel dann die neuesten Sneakers. Und dass halt sie dann teilweise auch nicht richtig wussten, wie sie sich auch wirklich selber schützen können und dass ihnen dazu die Tools fehlen. Und eine Anforderung dazu war zum Beispiel, dass wir halt Anleitungen finden oder dass sie halt eine Lösung brauchen, die so einfach ist wie eigentlich so ein Kochrezept. Und wir hatten halt hier auch nochmal so ein paar Insights aus unseren Testings, also wo Nutzer gemeint hatten, was soll schon passieren, wenn andere Leute ein Bild von mir und meinem Freund haben oder mir ist egal, ob ich jetzt politisch oder durch Werbung beeinflusst werde. Und was dann uns halt irgendwie auch nochmal bestärkt hat, dieses Projekt zu machen oder dass es halt irgendwie richtig ist, was wir hier tun. Hier gehe ich ganz kurz irgendwie auf unsere User Journey ein oder wie man halt, also auf die verschiedenen Module in dem Projekt, weil uns ist dann halt irgendwie durch unsere Testings relativ schnell klar geworden, dass wir jetzt nicht die eine eierlegende Wollmilchsau finden, sondern dass wir verschiedene Module brauchen, um halt unsere Zielgruppe anzusprechen und auch zu aktivieren. Wir beginnen damit, dass wir halt Instagram als Social-Media-Plattform auserwählt haben, wo wir unsere Zielgruppe erreichen. Das hat damit zu tun, dass halt Instagram neben TikTok eine der meistgenutzten Plattformen in der Zielgruppe ist in Deutschland. Und wir erreichen dort die Nutzerinnen über unsere Social-Media-Kampagne, wo wir dann auch immer wieder auch aktuelle Inhalte ausspielen und dann von dort aus auf die Experience und auch auf das Portal verweisen. Der eigentliche Nutzerflow ist eigentlich so gedacht, dass dann nach der Kampagne die Nutzer direkt auf die Experience gelangen, die eigentlich so ein sehr emotionale Zugang zu dem ganzen Thema sein soll, weil im Grunde genommen politisches Microtargeting ist schon erstmal ein trockenes Thema und wir wollten halt an der Stelle versuchen, halt einen emotionalen Bezug für die Nutzer herzustellen, indem wir sie mit ihren eigenen Daten auch konfrontieren und dazu dann halt auch so einen kleinen Schockmoment auslösen. Und dort wird das Ganze dann auch noch mit der politischen Dimension verknüpft und im Anschluss werden dann die Nutzerinnen auf das Your Data Mirror Wissensportal weitergeleitet, wo sie dann weitere Informationen und auch Aktionen finden, wie sie selber schützen können und was sie selber tun können. Und darüber hinaus suchen wir halt noch Möglichkeiten, auch offline, in der Offline-Welt die Nutzer zu aktivieren, indem wir halt an Workshop-Konzepten und auch an Ausstellungskonzepten mit Bildungsnetzwerken zusammenarbeiten wollen. Genau.
Oh, sorry. Das war jetzt nicht geplant hier. das war jetzt leider nicht geplant. Eigentlich wusste ich jetzt nicht, dass hier Ton läuft. Ich gehe mal an der Stelle einfach auf die Experience ein. Sie soll halt, wie gesagt, ein emotionaler Einstieg sein in das ganze Thema. Und wir haben also vom Layout oder vom Look and Feel ist es mehr düster und ein bisschen mysteriös angedacht. Also die Geschichte dahinter ist, dass ein praktisch ein imaginärer Datenzwilling aus dem Hintergrund anspricht. Also das soll den Eindruck erwecken, als würde der direkt hinter der Glasscheibe aus dem Gerät mit einem sprechen und einem ein Geheimnis erzählen, also was er alles über dich selber weiß. Und dieser Datenzwilling konfrontiert einen dann halt auch mit den eigenen persönlichen Daten und führt einen dann halt durch diese Experience durch. Ich gehe jetzt mal auf den nächsten Slide und ich hoffe, ich habe keinen Ton mehr. Hier ist ein kurzer... Fuck. Entschuldigung. Hier ist ein kurzer Überblick oder sollte eigentlich ein kurzer Überblick sein über die Dramaturgie innerhalb der Experience selbst. Also ich weiß nicht, ob man es hier noch erkennen kann. Wir haben halt einen kurzen Einstieg, in dem man dann halt mir auch Zugriff gibt auf sein eigenes Instagram-Profil, weil wir dann im Anschluss dann die persönlichen Daten auch analysieren. Es gibt auch die Möglichkeit, eine nicht personalisierte Version durchzuspielen oder zu erleben, also die ohne Datenzugriff. Und wir haben zwei Szenen, wo wir dann die Nutzer mit ihren persönlichen Daten konfrontieren. Das wäre einmal hier, ich weiß jetzt nicht, ob man es sehen kann, auf jeden Fall gibt es in der ersten Szene, gibt's dann sieht man drei Posts aus dem eigenen Instagram-Profil, wo wir die Nutzer mit ihren persönlichen Schwächen und Defiziten konfrontieren. Das soll dann halt irgendwie eine starke emotionale Reaktion dann auslösen bei den Nutzern. Eigentlich ist das so ein kleiner Schockmoment, wo man denkt so, oh mein Gott, warum wissen die das? Und im Weiteren erklären wir den Nutzern halt, was halt die Social-Media-Plattformen alles mit ihnen anstellen oder wie sie an die Daten alle kommen, um dann halt in einer finalen Szene dann die Nutzer mit ihrem ausführlichen psychologischen Profil zu konfrontieren. Und dort verknüpfen wir das dann auch mit einer politischen Dimension, wo wir dann auch erzählen, wie das Ganze in Bezug auf politisches Microtargeting verknüpft ist und wie sie selber halt dadurch politisch manipuliert werden können. Und bei den Endszenen wird dann auch noch mehr Zugriff genommen auf die persönlichen Daten, weil je nachdem, ob dann der Algorithmus herausgefunden hat, ob man männlich oder weiblich ist, wird dann der Datenzwilling bekommt dann eine männliche oder weibliche Stimme und je nach dem persönlichen Profil werden auch verschiedene Endsequenzen ausgespielt. Und nachdem ich jetzt hier sehr ausführlich darüber gesprochen habe, würde ich in dem nächsten Slide, wo dann auch der Ton erwünscht ist, würde ich kurz zeigen, wie die Experience tatsächlich aussieht. Hier zeigen wir übrigens die Version, wo wir keinen Datenzugriff machen. Welcome to your data mirror. It shows you what you're not supposed to see. They use algorithms to run through your profile and pull everything out. Not just your age, your gender, or where you live. All of your data gets analyzed and used to predict the craziest things. Hier sieht man dann eben die Auswertung der
Ocean-Parameter. Und in dem Fall haben wir jetzt das Beispiel Agreeableness oder den Faktor Agreeableness rausgegriffen. Und zeigen halt, wie man aufgrund eines bestimmten Werts zu Agreeableness politisch manipuliert werden könnte. Wie einem direkt auf einen zurechtgeschneidert Werbung gezeigt wird, die das anspricht in einem, was man sowieso schon für richtig hält, um das zu verstärken. This information they get about you. They assemble me. They call me your data twin. I made of all the bits of you that the algorithms could find. Using me, they uncover all your secrets. They predict how you're going to react to advertising and political messages and serve them to you. Just the way you like it. As data twins are being used to manipulate you, to get your likes, your money, your votes, to control your future. There is a portal to escape their control. You have now seen what will happen if we don't act. Your future is in danger. Take back your opinion. Go. Yeah, and now Javi can take over. Okay, yeah, that was great, thank you. And now I will continue in English now that we have changed, if that's okay. When talking about data and political manipulation, it quickly became very abstract. And the teenagers we talked with, and to be honest, a lot of other people too, they had the feeling that this affects others but not themselves. And this is because there is quite big uncertainty about what data is and how it can be used. So, for example, one of the many statements that we heard was this one about what can they do with a picture of me and my friends? So actually the experience is aiming to do this, to connect these different dots in an entertaining and not too didactic way, so it's easily digestible. And it intends how digital data can impact areas of their life that they care about. So that it creates a strong emotional response, as we have just seen when we were explaining about, for example, immigration or climate change. And in order to achieve this personal response, we needed to build a system that would use personal data for each user, so we can actually see what happens when we analyze that particular data set. We built a system that is using Instagram, the images and the captions, and it takes them to a few APIs and machine vision algorithm that analyzes them through predictive algorithms, and it shows back to the user how these images can be sold to predict their behavior, or also how can they be influenced. In this way, the experience is actually different for each user. As Florian was mentioning before, it has different endings, it has different narrative, and it depends on the predictions that each person has from the system. Now, please, the next slide. So what is it that the data mirror can predict? The result of the analysis is presented using the OSEN model, which are five different personality traits. And we can also use these personality traits to predict the behavior of the people, their potential reactions, or there is an inverted relation between interest and the advertising that they may see. And this is actually the part that tested best when we were doing the development and trying different ideas, so how to create this emotional reaction to raise the consciousness and actually to prompt people to act, because actually acting and doing some of these changes is not something that it's easy, so it needs to somehow, we need to motivate people and ourselves enough to do this little change in behavior. And actually, when we saw the photos
from their personal account and what could be done from that, that's where we got the strongest impact. I mean, these predictions, obviously, we have a limited data to create them, but despite that, we actually had enough, put enough resources to create that emotional reaction, but that was something very powerful. And also, one important thing to mention in before we go ahead is that it was very important for us to keep the experience as secure as possible. So nobody could batch process using the tool and suddenly like put like 1,000 Instagram profiles and get like 1,000 personality predictions. So this is why we kind of locked it in a way that only we use the Instagram login system. It makes it a bit more difficult to go through the experience, but with that, in that way, we make sure that only the owners of the account can see their predicted profile. And now, the next one, please, Roy. Then we get to the part where we actually went from the data to the analysis of the personality to how actually there is a connection with political propaganda. And for this, we actually used the research from the Cambridge Psychometric Center, which was one of the partners of the project, where they studied real cases on how micro-targeting was used in the Brexit campaign. And for example, in this case, we can see two real ads that were shown during this campaign. In the left is, they were both promoting Brexit, and in the left is a commercial that is focused, that resonates with open-minded people, people with high openness, one of the first personality traits that we saw in the previous slide. And people with high openness, they tend to be innovative and they don't like being restricted. But actually, you know, there is a way of appealing to people which is actually the opposite side of the spectrum, people with low openness. And the ad, the commercial in the right, what it's kind of saying is, if you don't want things to change for you, then both remain. And it is appealing exactly to the opposite side of the spectrum. That's a good example, and if we look into our next slide, we will see that this is actually what we implemented. We didn't use real advertisings. We actually decided to make our own version, and we created a series of commercials that would be appealing to all the different traits. So if somebody would have a high neuroticism or a low openness or extroversion, we would show them what they may see if they would be targeted of this kind of advertising. And the idea is to show that institutions, parties, or individuals can try to convince of a certain agenda and tell a different story depending on the person they are talking to. And also in this case, by showing the version of the commercial that the people on the other side of the spectrum will see, then we kind of somehow burst that bubble of information where we only get the information that is more suited to us. So we can actually see that people on the other side of the spectrum, they will see something that they do. And now Rosanna will present another important part of the talk. Ja, wie Florian uns vorhin schon ein bisschen durch den User Journey geführt hat, landen wir jetzt zum Schluss auf unserem Portal. Und das Portal ist ein Einstiegsportal, um sich über die Mechanismen von Datenerfassung und die Auswirkungen dieser Praxis auf die Demokratie zu informieren. Uns war wichtig, dass wir den Look und die Sprache auf jeden Fall mit und für unsere Zielgruppe entwickeln, dass wir komprimierte Informationen rausgeben und in schnelles und einfaches Handeln kommen können. Das Portal soll das Bewusstsein schärfen für die möglichen Gefahren von politischer Propaganda und die NutzerInnen können herausfinden, wie sie sich vor Manipulation schützen können. Wir stellen einfaches und intuitiv zu verstehendes Werkzeug zur Verfügung und leiten die NutzerInnen in einfachen Schritten zum Handeln an. Und unser Portal ist in 4 Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel ist Deine Daten und Du und zeigt, wie die Plattformen mit persönlichen Daten Geld verdienen und die NutzerInnen so lange wie möglich an sich binden wollen. Das zweite Kapitel heißt Deine Daten und die Politik und zeigt auf,
wie persönliche Daten genutzt werden können, um politische Meinungen durch psychometrisches Profiling zu beeinflussen. Im Kapitel Fake News und der Einfluss sozialer Medien sprechen wir über den Kampf um die Wahrheit im Internet und wie Fehlinformationen verbreitet werden können. Wir schließen mit einem Entwurf für eine bessere digitale Zukunft und zeigen positive Beispiele, wie soziale Medien für die Beteiligung und Demokratisierung des öffentlichen Raums ausgenutzt werden können. Was ich gerade schon angesprochen habe, das schnelle und einfache Handeln, haben wir designmäßig in den Action Cards umgesetzt. Und die Action Cards bieten schnelle und einfache Werkzeuge, die den NutzerInnen die Kontrolle über ihre Daten zurückgeben sollen. Wir zeigen ihnen, wie sie ihre digitalen Fußabdrücke verwischen und ihre allgemeine Privatsphäre in digitalen Räumen verbessern können. Wir haben aber auch Deep Dives und versuchen Themen intensiv, aber so kurz wie möglich zu erklären und stellen weitere Informationen zur Verfügung, zum Beispiel über radikalisierte Meinungen im Internet, Hassreden und die Rolle von Technologieunternehmen in politischen Kampagnen. Momentan sind wir dabei, Your Data Mirror auch als Workshop-Konzept umzusetzen. Wir arbeiten mit unserer Partnerabteilung Tinkertank gerade daran zusammen, weil es uns auch wichtig ist, über das Online-Format hinaus mit Bildungseinrichtungen Your Data Mirror weiter zu verbreiten. Wichtig für uns ist, dass wir weiterhin eng mit unseren Content-Partnern zusammenarbeiten, zum Beispiel Tactical Tech, die uns das Data Detox Kit zur Verfügung gestellt haben. Amnesty International hat uns inhaltlich unterstützt. Wir haben wissenschaftliche Begleitung bekommen von der FU Berlin, aber auch von Simon Kroschinski, der Kommunikationswissenschaftler an der Universität Mainz ist und absoluter Microtargeting-Experte. Unsere Projektpartner Neu und die AG Prop sind ebenso sehr essentiell, um weiter das Portal zu entwickeln und die Kampagne auf Instagram am Leben zu halten. Wir haben aber auch, und das haben wir uns festgestellt, durch die Entwicklung von Netzwerkpartnerschaften Partnerschaften gewinnen können, die uns helfen, das Projekt weiter nach außen zu tragen. Da gibt es zum Beispiel Lovestorm, die sich für digitale Zivilcourage im Netz einsetzen. Die radikalen Töchter machen Aktionskunst im digitalen Raum. Und wir versuchen immer weiter, unser Netzwerk auszubauen und uns zu verknüpfen und zu zeigen, dass unser Projekt uns so am Herzen liegt und so wichtig ist, dass wir denken, es sollte auf jeden Fall eine Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben auch schon Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben 2 Preise gewonnen, zum Beispiel den Pädagogischen Medienpreis, den Sonderpreis, haben wir uns sehr gefreut. Und den Annual Multimedia Award haben wir auch schon bekommen. Genau. Das war eine sehr schöne Bestätigung für uns. Und wir sind zwar bewusst, dass wir mit dem Projekt das System soziale Medien nicht ändern können, aber wir wollen zu einem sichereren Umgang und eine Sensibilität innerhalb der Zielgruppe beitragen. Und um das System zu ändern, müssen wir uns alle für eine konsequente Transparenz einsetzen. Vielen Dank. Genau, vielen Dank. Ja, danke auch nochmal an dieser Stelle. Direkt Folgeprojekt nicht, aber wie ich das schon angesprochen habe, auf jeden Fall für uns eine Perspektive, das als Workshop weiterzuentwickeln. Jetzt überlagert sich gerade bei mir irgendwas tonmäßig. Ich rede einfach mal weiter.
Direkt Folgeprojekt nicht, aber irgendwas stimmt nicht. Perspektive, das als Workshop. Ach, vielleicht zehn. Danke, das war's. Vielleicht. Da auch noch entsprechen. Ah, jetzt können mich auch die Menschen im Stream hören. Genau, die Frage wurde ja beantwortet, aber dann eventuell jetzt gerade nicht gehört. Und zwar war die Frage, ob es noch Folgeprojekte schon gibt, die ja schon in Planung sind. Genau, und ansonsten wäre es das erstmal mit Fragen. Und ich danke euch beiden nochmal. Und genau, ja, wir sehen uns dann in einer halben Stunde wieder. Und genau, vielen Dank und einen schönen Abend euch noch. Falls es noch Fragen geben sollte, die im Nachhinein auftauchen, haben wir auch eine Infoadresse, die wir auf unser Portal unten gepackt haben, yourdatamirror.com. Und die Adresse ist demokratie@interactivemedia-foundation.com. Also falls noch im Nachhinein Fragen auftauchen sollten oder ihr euch verknüpfen wollt mit uns, netzwerken wollt, euch austauschen wollt, sind wir total offen dafür und willkommen. Noch. Vielen Dank. Okay, es gibt doch noch zwei Fragen aus dem Publikum. Welche Zielgruppe ist das vom Alter her, wäre die erste Frage. Also wir haben junge Erwachsene, also ursprünglich hatten wir so 16- bis 18-Jährige anvisiert. Das war sehr spitz gedacht, irgendwie inzwischen sind wir da ein bisschen flexibler, wo wir halt schon gucken, so 16 bis 25 auf jeden Fall junge Erwachsene, weil die sind eigentlich die zukünftigen Wähler und die auf die zählt das Ganze eigentlich irgendwie, weil der, also vielleicht als Background dazu, der ursprüngliche Titel oder Projekttitel war Zukunft der Demokratie, das war ein bisschen hochgestochen gedacht, aber weil die sind die Wähler von der Zukunft und die wollen wir damit erreichen und aufklären. Und die zweite Frage wäre noch, ob ihr negative Reaktionen oder Erfahrungen hattet wegen der Schockaufmachung. Ganz ehrlich gesagt, ursprünglich war der Plan halt kurz vor der Bundestagswahl mit dem Projekt zu starten. Das hatten wir dann auch gemacht und wir hatten dann auch einen Influencer, Mr. Wissen to Go, für das Projekt bekommen, der uns praktisch beworben hat. Und da gab es dann plötzlich ganz viele Reaktionen von Leuten, dass denen die Vorhersage zu horoskopartig war und woraufhin wir praktisch dann nochmal so ein, den Part mit der Vorhersage nochmal überarbeitet haben. Und das zeigt eigentlich auch so ein bisschen die Problematik grundsätzlich mit solchen Projekten, weil wir jetzt selber nicht so diese Datenbasis haben wie jetzt zum Beispiel Facebook. Also wir kennen ja jetzt die ganzen Interaktionen der Nutzer nicht. Wir können jetzt eigentlich nur halt Rückschlüsse ziehen aus den Posts, die öffentlich von den Nutzern verfügbar sind und das auch nur von den letzten 5, 12, weil wir nur einen begrenzten Zeitraum haben, wo wir die Daten analysieren können. Und dementsprechend ist es so ein Balanceakt, auch sprachlich, wie man jetzt halt irgendwie Vorhersagen über die Daten der Nutzer macht. Also dass jetzt exakt genug ist, dass sich die Nutzer wiederkennen, aber nicht zu überspitzt, dass dann halt die Leute sagen so, ah nee, das doch nicht. Also das so dann eher ist so an der Stelle so die der Balanceakt, den wir da führen. Man muss aber auch dazu noch sagen, wie du schon meintest, wir haben Zugriff auf wirklich wenig Daten und für die wenigen Daten, die wir bekommen durch die Posts oder die öffentlich zugänglichen Posts, bekommen wir schon verdammt viel Informationen. Also das muss man sich, glaube ich, aber auch nochmal deutlich machen, ne? Dass sobald das irgendwie darüber hinausgeht, das natürlich viel krasser wird und viel genauer. Aber ich glaube, wir treffen schon ganz gut, zumindest für das, was wir bekommen. Ja, also zumindest bei mir war es das allererste Mal, wo ich ja, wir haben ja von Anfang an in dem Projekt gearbeitet und wir kennen ja eigentlich auch alle Texte und alles, was damit zusammenhängt. Und wenn man es zum ersten Mal mit seinem eigenen Profil dann sieht, und ich habe gedacht so, oh Gott,
Das stimmt. Das war schon ein ziemlich krasses Erlebnis. Also. Okay, ja, dann vielen Dank nochmal an euch beide. Und genau, wir sehen uns um 5 wieder. Das ist jetzt auch schon in einer Viertelstunde mit dem Talk Smart City Berlin, Quo Vadis. Und genau, einen schönen Abend euch. Viel Spaß noch auf dem Kongress und im Stream. Bis gleich. Ciao. Ciao. Everything is licensed under CC by 4.0 and it is all for the community. To download for everybody.